Willkommen zurück zur weiteren Folge Minecraft. Wir sind hier in der Folge 498 und wir sind gerade hier dabei, für unser Bienenhäuschen quasi das Schiff hier abzubauen. Und da wollten wir mal gucken, wie viel Holz da drin steckt. Und ja, da sind wir halt gerade bei. Und ich bin echt mal gespannt, was da so rauskommt. Weil das, ja, schon interessant. Hat man auch nicht alle Tage. Baut man nicht jeden Tag so ein Schiff ab. Das macht man nicht jeden Tag. So. Genau. Hier ist auch schon wieder Wasser. Ach genau, weil wir jetzt gleich im Wasser quasi sind. Ne? Da war ja was. Und wir wollten gucken, genau, was in dieser Kiste ist. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Was in dieser Kiste ist, das machen wir auch jetzt gleich sofort. Will ich euch schon gar nicht mehr auf die lange Folter spannen. Es kommt gleich alles, wird alles gleich aufgelöst. Aber erst ein paar Minütchen. Hallo, 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 Hilfe, lass mich los. Dankeschön. Ah, wir haben schon wieder keinen Inventarplatz mehr frei. So viel Zeug schon wieder eingesammelt, dass unser Inventar schon wieder voll ist. Dann können wir hier nochmal einmal ein bisschen raussortieren. Genau, einmal das weg damit. Ah, alles raus, einfach. Einfach raus mit den Sachen. So, und mal den Log behalten wir nochmal im Inventar. Da können wir nämlich jetzt hier die anderen Sachen noch einsammeln. Und die Zäune auch noch. Hallo Hühnchen. Eigentlich dürftest du gar nicht hier sein, das weißt du, ne? Oh, hier ist sogar eine Tür. Hier ist sogar eine Tür. Aha, ich habe mich frei gemacht. So, so, so. Was haben wir hier noch? War lag hier nicht eben noch ein Block irgendwie übrig? Nee, ne? Hier war eine Fackel, genau. Die meine ich. Ne, hier war hier liegt ein Block, genau. Ich hab den doch gesehen. Ich weiß das so genau. Und so habe ich ein Bett dabei. Ich habe ein Bett dabei. Das heißt, wir können auf jeden Fall schlafen. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind wieder hier und können jetzt hier weiter abbauen. Und bauen erstmal alles bis auf Meeresebene ab. Beziehungsweise erstmal alles, was hier so weit oben ist. Ne? Nein, komm zurück, mein Hund. Da. Ich meine, es ist jetzt eigentlich nicht wichtig, so dass wir alles einsammeln, aber ist ja schon interessant so. Das ist schon so eine richtig coole Sache. Und ja. Guck mal, da ist ja schon das Bötchen fast komplett abgebaut. Hey, hier mal ein bisschen Eigenwerbung. Dir gefällt das Video? Dann lass doch einfach eine positive Bewertung da unter dem Video. Oder kannst auch gerade einen Kommentar schreiben. Oder wenn dir der ganze Kanal gefällt, dann lass doch einfach ein Abo da. Das ist gar nicht schwer. Du musst einfach nur runterscrollen und auf Abonnieren drücken und dann kannst du alle Videos von mir angucken und verpasst keins mehr. Jedes Mal, wenn ich ein neues Video hochlade, bekommst du eine kleine Mitteilung und dann kannst du dich schon mal gespannt an die Folge setzen. Dankeschön. So, und guck mal, hier ist ja noch viel mehr Holz. Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe, ist hier so viel Holz. Und die Kiste ist immer noch da. Sehr gut. Was wir mal machen können, ist kurz zwischendurch hier ein bisschen Sand wegbauen, dass wir ein bisschen
auf einer Ebene quasi sind und arbeiten können. Ach, guck mal, hier ist einfach was drin. So, das Wasser können wir mal wegmachen. Das ist bestimmt auch wieder Waterlock, genau. Können wir auch einfach mal Wasser wegmachen. Sehr gut, hier das Wasser mal. Alles, was hier im Land ist, quasi einmal abreißen. Ja, da ist auch Wasser drin, war doch klar. Hier können wir auch alles wegreißen. Kein Sand mehr. Na gut. Kein Sand mehr. So. Gut, dann können wir hier ein bisschen Sand abreißen, genau. Das reicht zwar nicht für das, was wir jetzt hier vorhaben, aber... So. Hauptsache. Ach, das kommt von... Ja, gut. Weg mit der Quelle. So, wo kommt die Quelle her? Ah, die kommt bestimmt von hier hinten, ne? So, und den Sand nehme ich auch ganz gerne mit. Yay, da haben wir es geschafft, doch hier schon mal ein Stückchen weit trocken zu legen. Oder doch nicht. Oder auch doch nicht. So, was haben wir denn hier? Das Kiste, die haben wir gelootet, jawohl. Das habe ich mir so gedacht. So, und mal hier drin genau looten, beziehungsweise alles mal an Sand zubauen, beziehungsweise mit Wasser zubauen. Dass man hier schon mal das Innenleben wegreißen kann. Das ist schon mal ganz gut. Okay, gut. Dann müssen wir hier noch ein bisschen Sand wegbauen, dass wir ein bisschen Holz noch abreißen können. So. Guck mal, hier ist ja auch alles wieder. Hier ist ja auch wieder alles. Huiuiui. Hallo, komm ich jetzt raus? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, alles weg damit, genau. Ach, jetzt haben wir hier wieder einen Waterblock, genau. So, und da auch nochmal einen hinsetzen. So, genau. Und das Ganze machen wir hier auch wiederholt hin. So, na, komm, zu mit dir. Ja, das ist gut. Ja gut, hier sind wir jetzt auch, glaube ich, irgendwo schon wieder draußen am Meer quasi. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen mehr Sand. Ein bisschen mehr Sand und zwar hier auch genau von hier noch. Von hier sehr gut, den Sand nehmen wir mit. Und wir bauen einfach mal hier so eine kleine sowas Kleines hier auf. Da können wir nämlich hier jetzt einfach alles abbauen. Genau, einfach mal alles wegnehmen. So, die Sachen hier auch alle einfach weg. Einfach alles wegreißen. Genau, hier kann alles, was hier liegt, weg. Hier ist so viel Holz ist hier noch. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Also da werden wir diese Folge auf jeden Fall nicht fertig mit. Da werden wir diese Folge auf jeden Fall nicht fertig mit. Genau, dann sammeln wir das Ganze nochmal ein.
Und können dann nochmal, oh guck mal, da ist sogar noch ein Sanddiagonal drin. Hier müssten wir eigentlich mal gucken, genau, dass wir hier so ein bisschen auffüllen. Aber dafür müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen Sand holen, beziehungsweise dieser Sand wird wahrscheinlich nicht reichen, erstmal um aufzufüllen. Der wird wahrscheinlich erstmal nicht reichen, um aufzufüllen. Aber hier ist noch was. Da war noch was. Genau, die zwei Blöcke nämlich. Und die können wir auch zubauen. Genau, weil jetzt haben wir nämlich nur sechs. Genau, ist jetzt schon wieder weg, der Sand. Und dann öffnen wir mal die Kiste. Wir gucken mal, was ist da drin. Ist da Loot drin oder ist da kein Loot drin? Wir werden es wohl nie erfahren. Ja, Papier. Okay. Eine Schatzkarte. Dann würde ich sagen, wissen wir, was wir in der nächsten Folge zu tun haben. Wir gehen auf Schatzsuche. Wahrscheinlich waren wir da schon mal, aber wir gehen auf Schatzsuche. Wenn es dir gefallen hat, lasst auch eine positive Bewertung da oder ein Abo und bis dann. Ciao, Leute.